Auf Hebräisch bedeutet der Name Jerusalem Ort des Friedens. Auf Arabisch sagt man Al-Qud, was so viel wie die Heilige heißt. Jerusalem, eine der ältesten Metropolen der Welt, jeder Zentimeter ein Stück Geschichte. Die Stadt der drei großen monotheistischen Religionen, eine Stadt zwischen Antike und Moderne und ein Pulverfass, wird sie doch heiß umkämpft von Juden, Orthodoxen und Palästinensern. Das ist halt Jerusalem, das ist halt nicht Amstetten oder Hannover, sondern das ist halt 3000 Jahre und das sind die Religionen, die sich in den Haaren und in den Zähnen liegen. Das erfährt man wirklich nur, wenn man da ist. Jetzt liegen sie sich gerade nicht so in den Haaren, Gott sei Dank. Aber man spürt das natürlich, und das wird ja auch gesagt von einem sehr bekannten israelischen Autor, dass Jerusalem wie eine gierige, unersättliche Frau ist. Also wie unsere Alma, weil sie liebt es, wenn man um sie kämpft. Der Schauplatz Jerusalem ist in der Biografie der üppigen Circe und sexbesessenen Muse historisch belegt, besuchte Alma mit ihrem dritten Mann Franz Werfel gleich zweimal Palästina, 1925 und 1930 auf ihrer Hochzeitsreise. Schon im Vorjahr, zum 60-Jahr-Jubiläum der Gründung des Staates Israel, wollte Manka die Geschichte rund um die Femme Fatale als Gastgeschenk ins Land bringen. Gelungen ist es schlussendlich zu Almas 130. Geburtstag. My dear, dear friends, welcome to my birthday party! Kein einfaches Unterfangen musste das Theaterteam doch erst einmal das für europäische Begriffe schwierige Terrain ergründen. Wenn wir in Venedig gespielt haben, ist man zur Arbeit gefahren über den Canal Grande. Und wenn man in Lissabon gespielt hat, ist man gefahren an der Altstadt vorbei und in Los Angeles über den Sunset Boulevard. Und hier geht man halt durch die gläubigen Viertel und da wird man angespuckt und es werden einem Steine nachgeworfen, wenn man sich nicht an die Sabbatruhe hält, was ja nicht nur wir tun, sondern die säkularen Juden ja natürlich auch, die halt den Orthodoxen dann den Finger zeigen, die halt wie eine Schafherde dann immer nur blöken, Schabes, Schabes, was Schabbat heißt, also Wochenende, weil das nicht eingehalten wird. Und zu meinem großen Erstaunen auch, wenn man aus Europa und notabene aus Deutschland oder Österreich kommt, beschimpfen die religiösen Juden die Weltlichen und die Polizisten als Nazis. Und da kriegt man große Ohren, weil man sich denkt, wie geht das? Wie kann das jemand in den Mund nehmen, dessen, ich weiß nicht, Vorfahren zu Dutzenden durch die Nazis umgekommen sind? Da versteht man dann gar nichts mehr. Mitten im Zentrum der Stadt, unweit des orthodoxen Viertels, wird zurzeit Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert, das an die Zeit der Juden als besitzloses Nomadenvolk erinnert. Hier hat Manka einen bizarren Ort für sein turbulentes Polydrama gefunden. Das düstere Haus, heute ein Museum, wurde im 19. Jahrhundert als russisch-orthodoxe Pilgerstätte errichtet. Von den Engländern in der Zeit des britischen Mandats zwischen 1920 und 1948 als Zentralgefängnis genutzt, in dem arabische Widerstandskämpfer hingerichtet wurden, jüdische inhaftiert waren. Moshe Baranzani und Meir Feinstein, die für eine friedliche Koexistenz zwischen Arabern und Juden kämpften, sprengten sich am Tag ihrer Hinrichtung hier in die Luft. Ich habe für die Inszenierung hier in Jerusalem eine neue Szene hinzugefügt, die in diesem Gefängnis spielt. Sie beschreibt ein fiktives Treffen zwischen Alma und einem jüdischen Gefängnisinsassen. Aaron Cohen, der wirklich gelebt hat, war ein Orientalist und Gründer der Jewish Arab Workers Fraternity, auch einer meiner Lehrer. Cohen hat sich in den 1920er Jahren für eine Verbrüderung mit den Arabern im Kampf gegen die Briten eingesetzt, denn diese Untergrundbewegung hatte zum Ziel, sie zu entmachten. Und Cohen versuchte zwischen den verfeindeten Lagern zu vermitteln, um ein friedliches Miteinander zu erwirken. Eine Vision, die sich bis heute nicht erfüllt hat, aber eigentlich die einzige Lösung wäre. Doch nicht nur das fiktive Treffen zwischen Alma Mahler Werfel und Aaron Cohen verändert das auf Hebräisch, Englisch und Jiddisch gespielte Stück. Auch Textpassagen mussten adaptiert werden, wurden sie doch vom israelischen Verteidigungsministerium, unter dessen Ägide das ehemalige Zentralgefängnis steht, beanstandet. Zu vulgär, pornografisch haben die Offiziellen manche Wörter empfunden. Sobol gebeten, aus Rücksicht auf diesen geschichtsbefrachteten Ort manches zu entschärfen. Am besten gebe ich Ihnen ein Beispiel. Einer der Darsteller spricht über Almas Titten. Die Beamten im Ministerium mochten dieses Wort nicht.
Also habe ich es mit dem Wort Rosebud ersetzt. Wenn der Schauspieler jetzt davon spricht, ihre Rosebuds zu küssen, mein Gott, ich weiß nicht, was sich das Publikum jetzt unter Rosebuds vorstellt. Auch wenn Sobol aus Respekt den Text abschwächte, erscheinen ihm die Änderungen fast lächerlich. Nicht für Golan Asulai, ein religiöser jüdischer Schauspieler, der den Dichter Franz Werfel darstellt. Also, wenn Sie mich fragen, es wäre okay, wenn man es noch mehr abschwächen würde. Ich habe mir das Stück jetzt im Sommer in Österreich angeschaut. Es hat mich total beeindruckt und es war wundervoll. Aber das Stück ist voll von Pornografie. Wir sind doch Schauspieler und sollten spielen. You know, we're actors. We're act. And sometimes also the ear can. Meine Ohren können solche Ausdrücke nicht verkraften und meine Augen wollen diese Obszönitäten nicht sehen. Aber das ist reine Geschmackssache. Manche finden das super, ich mag das eben nicht. Ich mag saubere Kunst, Kunst, die mich aufbaut und nicht runterzieht. I can see it. I don't like it. I like clean art. I like art that raises me up. Not take me down. Ich weiß nicht, wie ein Schauspieler, der sehr berühmt hier Fernsehen macht und Film und Theater, da kann man ja jedes zweite Stück der Weltliteratur nicht spielen mit diesen Ansichten. Also es war zumindest humoristisch zu sehen, wie er diese Klippen und das Stück Alma handelt ja davon, ich liebe dich, verlass mich nicht, ich sterbe, also es geht schon um Passion. Und mitunter auch um Sexualität, wie er das umschifft. Beim Werfel ging es, weil es so mehr ein Geistesmensch und teilweise auch eben ein Poet und so, aber da kann er, haben wir es über die Sprache gemacht. Kokoschka könnte er nicht spielen. Burn her. Den spielt er lieber selber. Ganze Szenen wurden zum Stein des Anstoßes. So darf weder das Stubenmädchen Resel noch Kokoschkas Alma-Puppe im Stück nackt auftreten. In Israel Grund für heftige Kontroversen. Da ist die Empörung dann schon ins Lachen umgeschlagen und das hat dann auch hier in den Medien natürlich entsprechend und im Fernsehen. Die Vorberichterstattung war gewaltig. Also das haben wir noch nicht erlebt. Nicht nur wegen diesem Skandal, für den ich mich hiermit herzlich bedanke, weil das war auf den Titelblättern. Ne? Noch dazu, wenn man sagt, da stand, also wo normalerweise sagt, Saddam Hussein greift Israel an, dort stand Sobol zensiert. Weil das ist hier ein Begriff für Freiheit auch und liberales Denken. Und wenn man den zensiert, den Herrn Sobol, dann ist irgendwas faul. Allen Widrigkeiten zum Trotz, Manka macht's möglich. Und es wäre nicht der Theaterquerkopf, wenn er es als Wüstling Oskar Kokoschka nicht auch in der heiligen Stadt kräftig krachen ließe. Come on, kill me! Every time I blink my eye, I think, Alma, will you marry me? I will. Vielleicht auch mit ein Grund, warum uns Verteidigungsminister Ehud Barak, der eigens zur Premiere nach Jerusalem kam, doch kein Interview gegeben hat.